Leute, wir geben einen Redestart. Die Idee ist eigentlich des Nachklingens. Also die kleinen Gespräche, die zu zweit entstanden sind, vielleicht oder zu dritt, jetzt stehend, die wollen wir noch ein bisschen wieder einladen. Und da wir jetzt so viel an Bildern, an Taschenlampen und an anderen schon vorgeschmeckt haben, die Idee ist, dass wir die Bilder wieder verflüssigen. Und wir stellen uns zur Verfügung als bewegte Bilder. Und ihr, das ist eure Aufgabe, ihr macht eine Bildbeschreibung. Also was ihr seht, was ihr empfindet, wenn ihr uns tanzen seht, ist eingeladen, um es mit der Gruppe zu teilen. Das ist vielleicht ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten, um nochmal nachzudenken. Okay, wir schaffen das, diese Stimmung wieder herzustellen. Und danach gibt es nochmal kleine, dann das große Tanzen. Und dafür dürft ihr auch gerne ein bisschen um uns herum sein. Wir brauchen nicht die Bühne in dem klassischen Sinne. Ja, haben euch gern um uns herum. Das ist ein Format, was die Pioniere entwickelt haben. Das heißt, es ist der bewegte Kreis. Also wenn ihr schon unten, wenn ihr sitzt, dann ist das so ein bisschen wie zum Aufwärmen, der Kommandant. Fürs Wohlbefinden. Oder auch gern der Stuhl ist auch erlaubt. Die Einladung ist, obwohl wir mit Liebe hier hantieren, auch so sensibilisiert seid, trotzdem die Brille mal abzugeben. Mich jetzt das tanzende Duett Tina und Florian zu sehen, also Männlein und Weiblein oder sowas. Sondern welche Verhältnisse ergeben sich aus dem, was hier im Bild zu sehen ist? Wir haben damit angefangen, diesen ursprünglichen Vortrag, den wir ausgearbeitet haben, ausgehend von unseren Forschungen. Aus der Kontaktimprovisation haben wir gemeint, wir müssen doch mal zu so einem Symposium gehen, zu Wissenschaftlern und berichten, wie das nun wirklich ist, wenn man körperlich unterwegs ist. Wir haben eigene Aufzeichnungen gemacht und dann einen Vortrag ausgearbeitet. So fing das damals an mit dem getanzten Vortrag. Das war eine sehr, sehr gute Basis. Wir haben ewig gearbeitet, um Dinge zuzulassen, mit uns selbst spielerisch umzugehen. Spielerische Momente aber auch als das anzunehmen, was sie sein wollen, in einer Welt, in der sich so vieles verändert. Wir meinen, dass mit Verkopftheit oder mit viel Vernunft man nicht zu den Lösungen kommt, die wir brauchen, um echte Wandelprozesse zu